Können wir jetzt sprechen? Ich freue mich, dass ich in Dresden verbunden bin mit Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, der uns bei Phoenix durch viele Analysen begleitet hat. Herr Professor Patzelt, das sind durchaus noch einmal ganz besondere Werte, die hier vorgetragen wurden. Und wenn wir jetzt einfach mal bei dieser Sonntagsfrage beginnen, eine Regierungspartei, die gleich aufliegt mit der AfD, wie alarmiert sind Sie darüber? Man sollte sich nicht an der Oberfläche mit seinen Alarmgefühlen aufhalten. Man sollte in die Tiefe gehen. Die AfD gibt es ja schon längst, bevor es die derzeitige Ampelregierung gegeben hat. Infolgedessen sollte man die Ursachen für den Aufstieg der AfD nicht einfach in der Politik der Ampelregierung sehen, sondern sie liegen tiefer. Und am Ende des vorigen Beitrags wurde ja schon die Migrationsthematik angesprochen. Das treibt viele Deutsche um, das hat zum Aufstieg der AfD geführt. Und es ist ja kein Ende der bisherigen deutschen Migrationspolitik abzusehen. Und das ist einer der Faktoren, die das Vertrauen in die Ampelregierung senken. Nicht der einzige, dazu kommt die Energiepolitik, Klimapolitik, Heizungsgesetz und die deutsche Haltung im russischen Krieg gegen die Ukraine hinzu. Also Sie sagen, es ist eine Mischung von Themen und von Unzufriedenheiten, die die Wähler zur AfD treibt. Sie haben die Ampel angesprochen und haben gesagt, deren schlechte Performance kann jetzt nicht die alleinige Erklärung sein. Dennoch kann man über diese Performance durchaus sprechen. Ein Beliebtheitswert, der sozusagen im unteren messbaren Bereich liegt nach ungefähr anderthalb Jahren Regierungszeit. Das ist schon erstaunlich. Ja, das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass die Hoffnungen, die man sich in den Kreisen der Ampelparteien machte und jene Hoffnungen, die die Bürger verbunden haben mit ihrem Wahlkreuz bei der Bundestagswahl bei SPD und Grünen, diese Hoffnungen entpuppen sich in vielen Bereichen als Illusionen. Schauen Sie, der Pazifismus, der die Grünen lange Zeit so attraktiv gemacht hat, er ist voll und ganz zerplatzt. Eigentlich ist derzeit keine Partei eine, die stärker die Kriegführung unterstützt als die Grüne Partei. Was die Klimapolitik betrifft, sehen alle Deutschen, sehen die meisten Deutschen ein, dass man etwas gegen Klimawandel, der von Menschen gemacht wird, unternehmen soll. Und theoretisch will man dann das Ende des fossilen Zeitalters. Aber wenn es praktisch wird und dann auch persönlich teuer zu werden droht, ja, dann merkt man, ja, das eine ist, was ich bevorzuge, wenn es mir gut geht, wenn ich keinerlei Probleme habe. Etwas anderes ist meine Haltung, wenn ich dafür einstehe und gar noch mit meinem eigenen Einkommen dafür bezahlen muss. Es ist einfach so, dass viele Illusionen, die dieses Land in den fetten Jahren, als die Merkel-Regierung die Errungenschaften der Schröder-Regierung verzehren konnte, dass viele Selbstverständlichkeiten aus jenen fetten Jahren jetzt an den harten, rauen Wänden der Wirklichkeit zerplatzen. Und natürlich wird dann die Regierung, die all dem das Gesicht gibt und die dagegen ansteuern muss, wird alles das die Regierung nicht ungeschoren lassen. Herr Professor Patzelt, wenn Sie sozusagen jetzt analysieren, dass für viele Wähler jetzt oder für die, die befragt wurden, ein Grund des Missfallens ist, dass Erwartungen in dieser Ampelregierung nicht eingelöst wurden, muss man quasi noch mal, glaube ich, in einer zweiten Ebene auch noch fragen können. Und wir wollen es ja auch ein bisschen tiefer noch mal betreiben, wie es denn sozusagen auch um das Zusammenspiel in dieser Ampel bestellt ist. Da sind ja doch, waren viele Dinge erlebbar in den letzten Wochen und Monaten, wo man den Eindruck hat, dass das Tischtuch mehr als zerschnitten ist. Kommt das auch beim Wähler an und wenn ja, wie? Das bemerkt der Wähler wohl auch. Es ist für Politikbeobachter, zu denen ja auch ein großer Teil der Wählerschaft gehört, ja lange schon sichtbar gewesen, dass sich Grüne und FDP so gut verstehen wie Hund und Katze. Und diese Störungen klimatischer Art und bei der Setzung von politischen Prioritäten, sie prägen natürlich auch das Miteinander oder das wechselseitige Beharken des FDP-Finanzministers mit dem grünen Wirtschafts- und Energieminister in dieser Koalition. Und dass sich der Bundeskanzler hier zurückhält und nur, wenn es gar nicht anders geht, klar macht, in welche Richtung das Regierungsschiff navigieren soll, das stärkt das Ansehen der Regierung auch nicht. Das vermittelt dann den Eindruck, der Bundeskanzler sei im Wesentlichen ein Zauderer. Nun ist er das auch aus guten Gründen, weil die Lage nun einmal sehr unübersichtlich geworden ist
und er sich anders als seine Vorgängerin Angela Merkel nicht einfach an demoskopischen Beliebtheitswerten orientieren kann. Denn die Zufriedenheit mit ihrer Politik ist eben derzeit verschwunden. Professor Fatzelt, vielleicht noch eine letzte Einschätzung. Wie erreichen Sie in Dresden? Das heißt, wir müssen durchaus noch mal diesen Punkt machen, den Demoskopen ja häufig auch noch einmal herausarbeiten in ihren Zahlenwerten. Also in dieser Einschätzung dieser Performance dieser Ampelregierung, aber eben auch im Zuspruch in die AfD. Wie weit kommt da dieser Ost-West-Gedanke mit rein? Die AfD ist in Ostdeutschland, Pi mal Daumen, mehr als doppelt so stark als in den westdeutschen Bundesländern. Die AfD hat in Ostdeutschland die PDS-Linkspartei als die Partei des authentischen Bevölkerungsprotestes gegen Regierungspolitik abgelöst, was auch die Wählerstromanalysen entsprechend zeigen. Und die AfD ist überall dort stark, wo früher einmal die CDU stark gewesen ist, insbesondere in Thüringen und in Sachsen. Infolgedessen wäre es gerade aus sächsischer Perspektive hilfreich, sich allmählich nicht mehr mit der Hoffnung zufrieden zu geben. Bei der AfD versammelten sich im Grunde nur Faschisten und Rassisten. Und wenn man deutlich genug den Kampf gegen rechts führe, dann würden die sich allesamt so sehr schämen, dass sie vom Wahlkreuz bei der AfD Abstand nehmen. Vielmehr gelte es in Sachsen und in Thüringen insbesondere zu begreifen, dass man eben viele Leute zur AfD hat abwandern lassen, weil die CDU nicht mehr eine Partei auch der politischen Rechten sein wollte, sondern nur noch eine Partei der politischen Mitte. Und an diesem Kurs der CDU wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern lassen, weil die CDU ohnehin nur noch gemeinsam mit den Grünen und oder den Sozialdemokraten mehrheitsfähig ist. Folglich kann die CDU auch gar nichts anderes sein als eine Partei der Mitte. Und deswegen wird rechts von ihr die AfD weiterhin stark bleiben, es sei denn, sie verwandelt sich in eine narzisstische Partei. Dann freilich sind ihre Zukunftsaussichten sehr begrenzt. Wir bedanken uns für Ihre Einschätzungen, Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, den wir in Dresden erreicht haben. Herzlichen Dank. Gern geschehen.